Du willst dich einbringen, dort anpacken, wo gerade Hilfe benötigt wird, aber weißt nicht, wo du starten kannst? We got you. Hier kommen 5 Tipps, wie du dich ehrenamtlich engagieren kannst. Anna ist 22 und Studentin. Letzten Herbst überlegt sie sich, wie sie sich engagieren kann. Und dann habe ich erstmal überlegt, was sind eigentlich meine eigenen Interessen und auch Stärken, was ich versuche, anderen damit irgendwie zu unterstützen oder helfen zu können. Und dann bin ich auf die Freiwilligenagentur gestoßen. Dann habe ich das Angebot der Lesehelfer gesehen und dann haben wir zusammen ein Kennenlerngespräch vereinbart. Und am Ende kam das Thema Sprachkurs auf und so bin ich dann am Ende auch bei der Grundschule gelandet, bei der ich aktuell bin. Mal ganz von vorne. Wenn ihr ehrenamtlich tätig seid, dann macht ihr etwas freiwillig, ohne das Ziel, damit Geld zu verdienen. Ihr engagiert euch im öffentlichen Raum für das Gemeinwohl und meistens nicht alleine, sondern mit anderen. Ehrenämter gibt es in richtig vielen Bereichen und sie können zeitlich viele Formen annehmen. Für ein Jahr, mehrmals in der Woche, ab und an oder einmalig, wenn Hilfe gebraucht wird. Also ich bin einmal die Woche in der Grundschule. Ich mache das zusammen mit der Leiterin des Sprachkurses und wir teilen uns dann die Kinder auf. Die Kinder dürfen sich ein Buch aussuchen und dann lesen die Kinder uns was vor und wenn dann irgendwie Probleme sind oder die Kinder ins Stocken kommen, dann unterstützen wir sie dabei. In Form eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres oder eines Bundesfreiwilligendienstes könnt ihr euch beispielsweise für ein Jahr oder länger engagieren. Dafür gibt es auch ein kleines monatliches Taschengeld. Je nach Zählweise helfen zwischen 16 und 30 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich. Anna sieht auf jeden Fall, dass ihre Hilfe gebraucht wird. Bei den Aufgaben gibt es manchmal Kinder, die nicht so gut mitkommen und dann ist es immer ganz gut, wenn noch jemand da ist und sich wirklich das Kind dann zur Seite nimmt und mit ihm dann ganz in Ruhe die Aufgaben macht. Im Ehrenamt könnt ihr viele unterschiedliche Menschen unterstützen. Ältere Mitmenschen könnt ihr beispielsweise durch kleinere Erledigungen oder mit Freizeitangeboten in Seniorenheimen oder Tageskliniken supporten. Einrichtungen im Bereich Suchthilfe, Frauenschutzhäuser oder Obdachlosenhilfe können ebenfalls von eurem Einsatz profitieren. Oder ihr bringt Kids in eurem Ort im Verein eine Sportart bei. Für bestimmte Ehrenämter, wie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge, muss man zunächst eine Fortbildung machen, um sich zu qualifizieren. Ihr könnt euch zum Beispiel an Freiwilligenagenturen wenden, die es in vielen Städten gibt, wenn ihr rausfinden möchtet, wer wo und was gerade gebraucht wird. Kennt ihr das Ehrenamt Schöffinnen und Schöffen? Sie können gleichberechtigt neben RichterInnen Gerichtsverhandlungen führen und am Ende über das Urteil abstimmen. So soll die Justiz lebensnäher werden. Um Schöffin oder Schöffe zu werden, gelten allerdings bestimmte Voraussetzungen. Da Berufsfeuerwehren meist in der nächstgrößeren Stadt stationiert sind, sind vor allem auf dem Land freiwillige Feuerwehren echt wichtig. Sie garantieren die Versorgung im Notfall, leisten Brandschutz, technische Hilfeleistung oder dienen als Leitstelle der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes. Bei Fluten und anderen Naturkatastrophen kommt dann zum Beispiel das Technische Hilfswerk THW zum Einsatz. Tierheime sind oft sowohl auf Spenden als auch auf Arbeitskräfte angewiesen, die zum Beispiel mit den Hunden Gassi gehen. Für ein Ehrenamt mit dem Fokus Umwelt könnt ihr zum Beispiel ein freiwilliges ökologisches Jahr einlegen. Einsatzstellen hierfür sind sogenannte Gnadenhöfe, Naturschutzzentren oder zum Beispiel im Landschaftsbau. Wenn ihr Teil eines Betriebsrates werdet, könnt ihr die Interessen und Bedürfnisse eurer Kolleginnen und Kollegen gegenüber der Geschäftsführung vertreten, Konflikte am Arbeitsplatz lösen und checken, dass arbeitsrechtliche Grundlagen beachtet werden. Wie ihr seht, gibt es viele Optionen für ein Ehrenamt. Anna ist happy mit ihrer Entscheidung. Es ist natürlich schön, wenn man einfach sieht, was für Schritte die Kinder machen. Das gibt einem super viel. Ich finde es schön und auch wichtig in der Gesellschaft, dass man sich engagiert. Ja, es einfach etwas zurückgeben können. Jetzt, wo ich auch selbst tätig bin, hätte ich mir gewünscht, es einfach viel früher zu machen. Und ich möchte es auf jeden Fall weitermachen, so lange wie es geht. War etwas für euch dabei? Websites, auf denen ihr euch schnell einen Überblick verschaffen könnt, verlinken wir euch in der Beschreibung. Habt ihr euch schon einmal ehrenamtlich engagiert? Und wenn ja, für welchen Zweck? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare.